Willkommen bei Fit for Racing. Mein Name ist Niklas Dümek und in diesem Video geht es um die verschiedenen Arten des Krafttrainings. Grundlegend gibt es zwei verschiedene Varianten, wie ihr trainieren könnt. Entweder ihr trainiert mit eurem eigenen Körpergewicht oder mit zusätzlichem Gewicht, wie im Fitnessstudio beispielsweise. Was jetzt nun für euch das Beste ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Einmal euer Alter. Wenn ihr jünger als 16 Jahre alt seid, dann nicht mit externem Gewicht trainieren, weil euer Körper für diese Belastung einfach noch nicht bereit ist. Die Knochen, Sehnen und Bänder sind noch nicht weit genug entwickelt. Ein anderes Kriterium wäre, wie weit fortgeschritten ihr seid. Wenn ihr noch sehr am Anfang seid, gerade erst angefangen habt mit Training, dann reicht es vollkommen aus, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Denn es ist so, erst recht, wenn man anfängt, dann bauen sich die Muskeln relativ schnell auf. Der Körper bekommt neue Reize, das wird in Muskelmasse umgebaut. Und wenn wir da gleich größere Schritte machen und gleich mehr Gewicht nehmen, dann geht es, wie schon öfters gesagt, auf die Knochen, Sehnen und Bänder, weil der Muskel einfach schneller wächst, als sich der Knochen, Sehnen und Bänder anpassen können an diese wachsende Muskelmasse. Und die ist vor allen Dingen am Anfang entweder in der Pubertät sehr hoch oder wenn man gerade angefangen hat mit dem Kraftsport. Also eignet sich das Training mit dem eigenen Körpergewicht vor allen Dingen für die Leute, die gerade angefangen haben und die, die jünger als 16 Jahre alt sind. Ihr müsst jetzt aber nicht, wenn ihr jetzt schon ein halbes oder ein Jahr trainiert habt, sofort ein Abonnement im Fitnessstudio abschließen oder ganz viele Geräte für zu Hause kaufen. Einige kleine Geräte könnte man sich zulegen, darauf werde ich nochmal in anderen Videos spezieller eingehen, aber man kann auch ganz viel damit machen, dass man einfach sein eigenes Körpergewicht beschwert. Bei Liegestütze zum Beispiel einfach auf den Schulterbereich nochmal eine 5-Kilo-Scheibe draufzulegen. Oder bei Klimmzügen, es gibt so einen Gurt und da einfach auch eine 2,5 oder 5-Kilo-Scheibe dranhängen und das macht schon deutlich einen Unterschied und somit könnt ihr noch viel länger mit eurem eigenen Körpergewicht trainieren, was auch die gesündeste Variante ist, weil der Körper wirklich darauf ausgelegt ist und man sehr wenig Fehler machen kann. Also jetzt, nachdem ihr älter als 16 Jahre alt seid und schon länger als ein halbes bis ein Jahr trainiert habt, könnt ihr trainieren mit Gewichten. Aber ich würde euch nicht empfehlen, gleich an irgendwelche Freihanteln zu gehen, Gewicht drauf zu packen und zum Beispiel Bankdrücken zu machen, sondern erstmal an geführten Geräten zu gehen. Geführte Geräte, das sagt es ja schon, man bewegt das Gewicht nicht wahllos, sondern man hat eine bestimmte Führung, eine bestimmte Sitzposition wird einem vorgegeben. Hilft einem dann, wenn man später an die Freihanteln geht, damit man schon mal die Ausführung richtig hat. Und dennoch würde ich euch empfehlen, einige Videos zu schauen und einen Fitnesstrainer um Rat zu bitten, damit ihr das wirklich richtig ausführt, damit eben keine Verletzungen passieren. Nachdem ihr jetzt wieder so ein Dreivierteljahr bis sogar anderthalb Jahre trainiert habt, dann könnt ihr an den richtigen Freihanteln trainieren. Überhaupt, warum diese große Zeitspanne? Warum muss man so lange an den Geräten trainieren, damit man das wirklich verinnerlicht hat? Und warum ist es jetzt gerade zwischen Dreiviertel und anderthalb Jahren? Das ist ja das Doppelte. Das liegt einfach daran, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, wie viel ihr trainiert und wie schnell ihr auch die einzelnen Übungen verinnerlicht. Dennoch gibt es auch einige Gründe, warum man an Freihanteln später trainieren sollte. Bei Freihanteln ist es so, da kommt irgendwann nochmal unser kleiner Überlebensinstinkt hervor. Zwar nicht sehr ausgeprägt, aber dennoch ist er vorhanden, mehr als an geführten Geräten. Denn es könnte ja bei Bankdrücken, die Übung sollte glaube ich jedem bekannt sein, kann es theoretisch passieren, dass man das Gewicht nicht mehr heben könnte und es auf einen drauf fällt. Niemals Bankdrücken ohne Partner machen, aber dennoch ist es im Hinterkopf eine kleine Angst, die da vorherrscht. Und diese kleine Angst bringt es, dass man nicht nur 100%, sondern ein klein wenig mehr aus sich herausholen kann, als an einem geführten Gerät. Und umso mehr ihr an eure Grenze rangeht, umso mehr Muskelmasse werdet ihr aufbauen, weil ihr dem Körper einen größeren Reiz setzt. Zusammenfassend kann gesagt werden, wenn man jünger ist und noch Anfänger ist, reicht es mit dem eigenen Körper zu trainieren. Nach einiger Zeit kann man dann auch auf geführte Geräte übergehen und später dann nach so circa einem Jahr auf Freihanteln. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt einen Daumen nach oben oder unten schreibt einen Kommentar drunter. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hier werde ich jetzt dann nochmal die letzten beiden Videos einblenden, meine ersten beiden Videos, wo es einmal um die Ernährung am Rennwochenende ging
und dem Verhältnis zwischen Kraft- und Ausdauertraining. Ansonsten bis zum nächsten Video.